Ja, liebe Eltern, heute geht es mal wieder um Unfallprävention und hier eine der häufigsten Unfallursachen, die wir als Kinderchirurgen sehen, nämlich das Trampolinspringen. Ich muss dazu sagen, als Vater von 4 Kindern, ich habe selber ein Trampolin im Garten. Trampolin ist ein Lebensrecht, wie meine Kinder immer sagen. Und es ist toll zu sehen, mit wie viel Spaß und Freude die Kinder, gerade wenn sie von der Schule kommen, den Druck und die Spannung auf dem Trampolin abreagieren können. Aber es kann eben auch viel passieren. Der häufigste Unfallmechanismus ist nicht der Sturz auf dem Trampolin, da passiert fast nie etwas, sondern vom Trampolin runter. Und wenn das Trampolin 1 Meter hoch ist, dann kann da halt wirklich einiges passieren. Also bauen Sie diese Absperrung drumherum, sodass die Kinder nicht vom Trampolin runterfallen können. Und das zweite ist Begrenzung auf eine Person. Mehrere Kinder auf dem Trampolin, der eine springt hoch, der andere springt runter. Gerade Zahnverletzungen, Zahnausbrüche, Kieferfrakturen können hier passieren, bis hin zu schweren Schädelhirntrauma, also einer Gehirnerschütterung. Also ich bin für das Trampolin, aber bitte mit einer Abgrenzung, mit einer Absperrung hoch genug um das Trampolin herum und mit der strengen Regel, immer nur ein Kind darf auf das Trampolin. Damit wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Sommer mit vielen hüpfenden Kindern.